Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Rise. Jetzt in der Folge werden wir draußen die Wasserbecken upgraden, weil mich das langsam aufregt, dass ich die ganze Zeit die Blumen da neu herstellen muss, während diese hier halt immer da bleiben. Deshalb habe ich jetzt halt hier noch, jetzt brauchen wir 16 Stück. Ja, da habe ich noch etliche vom, weil ich habe da mal 64 Stück hergestellt oder sogar noch mehr insgesamt mittlerweile. Bloß irgendwann flippt man da fast aus, weil das ist einfach richtig nervig. Vor allem, es bringt einem nichts. Weil die noch ein paar Minuten sind die eh wieder weg. Okay. Dann stellen wir mal da so eine Pflanze her. Dann nehmen wir wieder die. Nehmen wir die pinken, weil davon haben wir um einiges mehr. Dann brauchen wir noch Glowstone. Müssen wir hier 16 Stück herstellen. Dann brauchen wir eine Schere, die müsste ich draußen noch haben. In der Truhe. Schere, ja. Brauchen wir noch 16 hohes Gras. 5, 13, 14, 15, 16. Da. Das ist Medium Gras, das brauche ich nicht. Ich brauche schon das hohe, das hier. Da gibt es echt jetzt verschiedene Grashöhen. Okay. Dann brauchen wir noch Dirt. Ist jetzt nicht unbedingt ein neues, wie heißt's, ein neues Crafting-Rezept, weil das haben wir ja oben schon gemacht. Aber naja, dann muss es halt machen. Schmeiße ich hier gleich alle rein. Das funktioniert auch, dass man einfach alle auf einmal reinschmeißt. Haben wir jetzt 16 mal die pinken Blumen und jetzt hat 16 mal diese. Damit sollte das jetzt aufhören, dass das immer wieder verschwindet. Und ich dann endlich viel herbekomme. Hoffe ich jetzt einfach. Und hier den letzten. Holen wir uns schnell den Stab zum Nachschauen. Der jetzt auch wirklich was reinkommt. Ja. Funktioniert. Jetzt sollte der hier auch wieder füllen, sich langsam. Habe mittlerweile schon vier komplett voll, vier Mana-Tablets und das fünfte kriegen wir dann auch gleich bald voll, wenn das da ist. Vorher möchte ich aber noch, machen wir mal vier Stück. Brauchen wir das ganze Stein, den ganzen Stein noch. Ja, da habe ich ja noch zwei Stück stehen. Ich bin auch mal hergegangen und habe jetzt halt komplett außenrum überall die Fläche erweitert, damit ich dann da später mal anfangen kann, das Haus weiterzubauen und den Garten und alles. Ja, schon wieder falsch platziert. Das Problem ist, da oben, obwohl er eigentlich direkt dran ist, verwandelt sich der hier oben nicht. Dann brauche ich noch, kann ich gleich nochmal zwei Stück bauen. Sofern ich mich nicht verklick, das war knapp. Jetzt hat. Warten wir noch ganz kurz, bis die sich upgraden. Weil dann baue ich ja vorne nochmal drei Pools hin und setze diese drei Mana-Spreader um, dass das dann etwas schöner mal aussieht, das Ganze. Und den hier kann ich ja dann auch irgendwo anders hinsetzen, hier drüben zum Beispiel. Das kann ich eigentlich gleich machen. Einfach nur, damit das Ganze mal etwas angenehmer aussieht. Weil jetzt momentan, das steht ja alles kreuz und quer. Okay, das können wir jetzt alles schon abbauen. Dann wird es, glaube ich, noch mal ein paar Sekunden dauern, bis das andere da drüben wird, weil da habe ich mir etwas Zeit gelassen. Ja, jetzt hat aber fängt es schon an. Okay.
Damit hätten wir die jetzt auch alle. Dann kann er jetzt drei Mana Pools herstellen. Den Rest schmeiße ich hier mit rein. Die setze ich jetzt dahin, hier und hier. Brauche noch eine Axt und den Stab. Axt habe ich hier drin normal irgendwo. Oder nehme ich, glaube ich, nicht die Lumber-Ex, sondern da brauche ich eine normale, die müsste ich hier oben haben. Damit ich jetzt halt noch die drei Spreader hier umsetzen kann. Binding Mode hier drauf und hier drauf. Jetzt füllen die sich langsam. Dann überall nochmal die hinsetzen. Den jetzt halt hier hin. Den hier hin. Und den hier. Der kommt da vorbei. Ja. Die Pools bleiben eigentlich immer so ziemlich leer. Außer der hier vorne ist halt voll und die hier irgendwann. Wobei ich weiß nicht, wenn der voll ist, dann schießen die trotzdem weiter und machen die hier trotzdem leer. Könnte also sein, dass die nie voll werden. Aber egal. Das sehen wir ja dann, wenn es soweit ist. Okay. Das war's dann mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.